Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Cormike. Heute stelle ich euch die brandneue Reolink Altas PT Ultra Kamera vor. Diese Kamera mit 4K Auflösung, farbiger Nachtsicht, Akkufunktion und Tracking-Funktion ist neu auf dem Markt, wurde mir von Reolink zur Verfügung gestellt und was dieses Teil wirklich kann, das möchte ich testen und nehme euch dabei in diesem Video mit. Wenn ihr wissen wollt, ob sich der Kauf lohnt, bleibt dran, gleich geht's los. Reolink hat mir die brandneue Altas PT Ultra Kamera zur Verfügung gestellt, damit ich sie für euch testen kann. Einen Promo-Link gibt es natürlich auch, den findet ihr unter dem Video in der Beschreibung, dazu später mehr. Zunächst möchte ich euch zeigen, was es hiermit auf sich hat. Wie ihr sehen könnt, ist die Kamera etwas größer als die Argus 4 Pro, die ich bereits testen durfte, funktioniert mit WLAN und es gibt keinen Stromstecker, der im laufenden Betrieb genutzt werden muss, denn diese Kamera hat einen 20.000 mAh Akku und kann damit im Standby 16 Monate laufen. Wow! Ebenfalls ein Dauerbetrieb ist möglich, das ist völlig neu im Gegensatz zu den anderen Akkukameras und ihr könnt die Laufzeit sogar mit dem Solarpanel verlängern. Schauen wir uns doch mal an, was Reolink dazu liefert. Neben der Kamera gibt es natürlich eine Befestigung. Es gibt ja für Bauchen, Kabel und dergleichen alles dabei, was ihr braucht. Es gibt auch ein Solarpanel dazu, wenn ihr das richtige Paket kauft. Das Ganze funktioniert natürlich auch ohne Solarpanel. Dann müsst ihr die Kamera eben alle paar Wochen, Monate, je nachdem wie lange sie läuft, aufladen. Es gibt eine Gebrauchsanweisung dazu, Bohrschon, alles was man letztendlich braucht. Die Kamera bietet viele, viele Features und die zeige ich euch jetzt mal im Detail. Werfen wir also einen Blick auf die wichtigsten Spezifikationen der Reolink Altas PT Ultra, eine der leistungsstärksten 4K Sicherheitskameras auf dem Markt. 4K Ultra HD Auflösung. Die Altas PT Ultra bietet eine beeindruckende 4K Auflösung von 3840x2160 Pixeln. Das bedeutet gestochen scharfe Bilder und klare Details, egal ob bei Tag oder Nacht. Die ColorX Farbtechnologie ist auch hier integriert. Dank der ColorX Technologie erhalten wir auch bei Nacht farbige Aufnahmen. Kein Schwarz-Weiß mehr, die Kamera liefert brillante Farben, selbst bei schwachem Licht und das ohne den Einsatz von Scheinwerfern oder Infrarot-LEDs. Ich habe diese Technologie bereits bei der Reolink Argus 4 Pro getestet, also schaut euch gern mein Video dazu an, das findet ihr oben rechts in der Ecke, um mehr über diese beeindruckende Nachtsicht zu erfahren. 360 Grad Auto-Tracking mit 355 Grad horizontal und 90 Grad vertikaler Drehung bietet die Kamera eine vollständige Rundumsicht. Die Auto-Tracking-Funktion erkennt Personen, Fahrzeuge automatisch und funktioniert nach dem Prinzip der Trackmix. Der PIR-Sensor für präzise Bewegungserkennung ist ebenfalls integriert. Die Kamera ist mit einem PIR-Sensor ausgestattet, der Bewegungen in einem Radius von ungefähr 10 Metern erfasst. Dieser Sensor reagiert auf Wärmesignaturen, was bedeutet, dass Bewegungen von Menschen oder größeren Tieren erkannt werden, während kleinere, unwichtige Objekte wie Insekten weitgehend ignoriert werden. Dadurch werden Fehlalarme deutlich reduziert. Der 20.000 mAh Akku ist hier integriert. Die Reolink Altas PT Ultra ist eine Akkukamera mit einem riesigen 20.000 mAh Akku. Im Standardbetrieb 16 Monate Laufzeit. Doppelt so lange wie bei vergleichbaren Modellen. Es gibt eine kontinuierliche Aufzeichnung. Die Kamera kann bis zu 12 Stunden pro Tag kontinuierlich aufzeichnen und das bis zu 8 Tage, alles mit einer einzigen Ladung. Es gibt eine Voraufzeichnung. Ein herausragendes Feature, wie ich finde, die Videovoraufzeichnung, dank eines speziellen Chips, den man hier eingebaut hat, werden die ersten 10 Sekunden vor der eigentlichen Bewegungsauslösung immer mit aufgezeichnet. Ihr seht also schon, was passiert, bevor etwas passiert. Dadurch wird kein wichtiger Moment verpasst. Smart Detection und Auto-Tracking sind natürlich hier mit dabei. Die Kamera bietet eine intelligente Erkennung für Personen, Fahrzeuge, Tiere, ja, was Fehlalarme ganz einfach reduziert. Und mit dem Auto-Tracking bleibt jede Bewegung immer im Sichtfeld der Kamera, denn die Kamera folgt der Bewegung. Wi-Fi 6 ist integriert, das bedeutet schnelle Verbindung, geringe Latenzen und flüssige 4K-Livestreams sind natürlich mit dieser Kamera möglich. Die Speicherung kann entweder über einen SD-Kartenslot erfolgen,
Die Kamera verfügt über einen Kartenslot, der Speicherkarten mit bis zu 512 GB unterstützt. Das bedeutet, dass Videoaufzeichnungen lokal gespeichert werden können, ohne dass ein Abonnement oder ein Cloud-Dienst erforderlich ist. Ihr könnt aber auch die Kamera in den Reolink Home Hub integrieren. Die Kamera lässt sich nämlich nahtlos in den Home Hub integrieren, der in meinem Fall bis 1000 Terabyte bzw. 1000 Gigabyte sind es ja an Aufzeichnung bietet. In meinem früheren Video habe ich ja den Home Hub bereits getestet. Auch das findet ihr oben rechts in der Ecke. Es gibt übrigens auch einen Home Hub Pro, der bis zu 16 Terabyte unterstützt und das Ganze ohne monatliche Kosten oder Gebühren. Klar, ein entscheidender Punkt zur Kamera zurück ist natürlich auch die Wetterfestigkeit. Die Kamera lässt sich bequem nach oben, nach hinten an der Wand montieren, ist mit IP65 natürlich absolut wasserdicht, wie sich das für eine Außenkamera gehört. Und der Solarbetrieb ist ebenfalls möglich. Ihr müsst die Kamera nicht regelmäßig per USB-C aufladen, sondern könnt die Kamera auch über das Solarpanel aufladen. 10 Minuten Sonnenlicht soll angeblich reichen, um 24 Stunden Dauereinsatz dieser Kamera zu gewährleisten. Tja, die Reolink Atlas PT Ultra ist eine leistungsstarke 4K-Kamera mit herausragender Farbnachtsicht, Auto-Tracking, PIR-Sensor, einem eigenen Kartenslot, einer enorm langen Akkulaufzeit und klingt nach einer perfekten Wahl. Es wird Zeit, das Gerät einmal zu testen. Ich werde die Kamera nun auf meinem Telefon installieren. Ich werde sie am Client auf meinem Rechner installieren und dann zeige ich euch mal, wie die Bewegungserkennung auslöst, wie die Bilder aussehen, tagsüber, wie scharf sie sind und natürlich auch die farbigen Nachtbilder ohne eine zusätzliche Beleuchtung. Ich bin schon gespannt auf euer Feedback, was ihr zur Kamera meint. Bevor ich dazu übergehe, schaut doch einfach mal unter das Video. Dort findet ihr zum einen den Like-Knopf, den solltet ihr auf jeden Fall schon gedrückt haben, um mich und meinen Kanal zu unterstützen. Ihr findet den Abo-Knopf dort unten. Wenn ihr den drückt, verpasst ihr keines der zukünftigen Videos, denn es wird noch mehr geben. Und wenn euch diese Kamera interessiert, dann schaut ebenfalls unter das Video. Dort habe ich euch den Promo-Link von Reolink eingesetzt, denn Reolink feiert immer noch Geburtstag und es gibt tolle Rabatte. Auch die anderen Geräte, die ich hier bereits getestet habe, die anderen Kameras, mit denen ich zufrieden bin, habe ich euch verlinkt. Schaut einfach mal unter das Video. Bestellt, wenn ihr mögt, die Kameras über meine Links und unterstützt damit meinen Kanal. Doch genug Werbung gemacht. Ich lege die Kamera beiseite und zeige euch einfach mal, wie die Kamera ganz schnell und unkompliziert installiert wird. Sobald ich die Kamera auf der Unterseite mit diesem Knopf einschalte, wird ein Endlosband mir in verschiedenen Sprachen erklären, wie ich diese Kamera mit meinem Smartphone verbinden kann. Das Ganze ist sehr nervig, sehr laut, deswegen vorab noch ein paar Tipps von mir mit dazu. Ihr könnt die Kamera als Standalone-Variante laufen lassen. Bedeutet, ihr richtet sie in eurem heimischen WLAN-Netz ein, die Daten werden auf der SD-Karte oder eben in der Cloud gespeichert, wenn ihr das möchtet, und ihr könnt die Aufzeichnung oder die Live-Bilder ganz einfach über das Telefon bzw. den Client am PC oder Mac abrufen. Wenn ihr die Kamera direkt mit dem Home Hub einrichten wollt, das ist der Weg, den ich euch jetzt zeigen möchte, gilt es meiner Meinung nach eine Sache zu berücksichtigen. Sobald ich den Home Hub integrieren möchte, beziehungsweise die Kamera in den Home Hub integrieren möchte, werde ich gefragt, ob die Kamera in das gleiche Netzwerk wie der Home Hub eingerichtet werden soll. Das ist meiner Meinung nach nicht richtig, denn ich habe das bereits mal durchprobiert gehabt. Die Kamera verbindet sich dann mit dem lokalen WLAN des Home Hubs. Der hat nämlich ein eigenes. Und wenn ihr euch damit verbindet, dann seid ihr auf die Reichweite dieses Home Hub WLAN-Signals eingeschränkt. Meiner Meinung nach ist es sinnvoller, die Kamera zwar mit dem Home Hub zu verbinden, aber in ein anderes WLAN-Netz einzubinden, nämlich in euer normales, reguläres WLAN. Die App bietet euch bei der Einrichtung die Auswahl. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Ich werde die Kamera zunächst einschalten, indem ich 5 Sekunden lang auf diesen Knopf hier unten klicke. Da kommt schon das Signal und umgehend startet diese, ja, nach einer Weile doch recht nervige Bandansage. Die App habe ich bereits gestartet und werde jetzt oben rechts auf das Plus klicken und den QR-Code auf der Kamera abfotografieren. Das geht sehr zügig und nun kann ich den Home Hub auswählen. Ich bestätige, dass ich das tatsächlich möchte und habe hier nun diese Abfrage, gleiches WLAN oder anderes. Das Ganze sollte bitte nicht im selben WLAN stattfinden. Stimme habe ich gehört. Über Bluetooth wird die Kamera nun gekoppelt. War erfolgreich.
Die Kamera macht einen Selbsttest. Wird immer noch verbunden auf meinem Smartphone. Das, was ihr gerade gehört habt, die Erfolgsmeldung, die kam vom HomeHub. Nächste. Es folgt die Geräteinitialisierung. Ich kann einen Namen vergeben, klar. Ich bekomme noch Hinweise. Kann das Gerät teilen. Und habe es jetzt in meiner App eingerichtet. Nachdem ich die Reolink Altas PT Ultra mit dem Smartphone an meinem HomeHub gekoppelt habe, steht sie mir unter dem Reolink HomeHub auch am Client automatisch zur Verfügung. Über das Menü komme ich in die Einstellungen, die ich an dieser Stelle noch ein wenig verändern kann. Grundsätzlich unterscheidet sich das Menü bzw. die gesamten Einstellungen nicht von denen der anderen Kameras. Es gibt aber einige wenige zusätzliche Einstellungen, die die anderen Kameras eben nicht haben. Im Menü Alarmeinstellungen wechsle ich zunächst in die Bewegungserkennung und aktiviere hier das Auto-Tracking. Personen werden automatisch nachverfolgt, Tiere noch nicht, das aktiviere ich. Die Empfindlichkeit kann ich ebenfalls einrichten. Und hier lege ich die Empfindlichkeit für Personen und Tiere auf 100% fest. Ich möchte gerne, dass jede noch so kleine Bewegung hier erkannt wird und eben auch getrackt wird. Die Objektgröße und die Nichterkennungsgröße gibt es ebenfalls. Wie das funktioniert, kennt ihr aus meinen anderen Videos. Falls nicht, schaut unten in die Beschreibung. Dort habe ich euch ein paar davon verlinkt. Die Altas TP Ultra, die habe ich installiert. Sie hängt da oben, ich habe die Kamera eingerichtet und euch bereits die wichtigsten Funktionen gezeigt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut unten in die Beschreibung. Dort findet ihr die Links zu den anderen Videos, wo ich tiefer auf die ganzen Einstellmöglichkeiten eingehe. Ich werde die Kamera jetzt hier einfach mal eine ganze Weile laufen lassen und hoffe, möglichst schöne Aufnahmen zu bekommen, die ich euch jetzt im Folgenden bereitstelle. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen von der Qualität der Tagaufnahmen, der Nachtaufnahmen, der Auflösung und der Bewegungserkennung. Ich freue mich schon auf euer Feedback. Das Feedback gebt ihr mir unter dem Video einfach in die Beschreibung. Schreibt mir, dass wir uns austauschen können zur Kamera. Wie denkt ihr über dieses Teil? Liked mein Video, wenn ihr das noch nicht getan habt. Abonniert mein Video, wenn ihr das noch nicht getan habt. Denn diese Kamera und noch ein paar andere Sachen möchte ich gern loswerden. Allerdings erst zu Weihnachten. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Kamera bekommen könnt, dann müsst ihr meinen Kanal abonnieren. Ihr wollt wissen, wo ihr dieses Teil bekommt? Ganz klar, der Promo-Link, den findet ihr unter dem Video. Reolink sponsert tolle Rabatte. Schaut einfach mal nach, welchen Preis ihr bekommt. Oder schaut einfach mal die anderen Links der anderen Kameras, der NVRs und dergleichen, die ich verwende, mit denen ich zufrieden bin. Auch das habe ich euch unter dem Video verlinkt. Doch nun hoffe ich, dass ich ein paar schöne Aufnahmen bekomme, die ich euch zeigen kann. Viel Spaß damit! Euch eine gute Auswahl an Videomaterial zeigen, so dass ihr euch einen eigenen Eindruck machen konntet, wie gut die Qualität ist. Insgesamt bin ich durchaus zufrieden mit der Kamera. Die Stärken der Nachtsicht spielt sie insbesondere aber in der Dämmerungsphase aus.
Bei kompletter Nacht, also wenn alles dunkel ist, ist die Nachtsicht noch nicht so optimal. Da braucht es meiner Meinung nach immer noch eine kleine externe Lichtquelle, damit das Ganze tatsächlich so funktioniert, wie Reolink sich das Ganze vorstellt. Was ich auch bemängeln muss, ist die Qualität der Bewegungserkennung. Der PIR-Sensor hat eine Reichweite von 10 Metern laut der Anleitung. Leider werden Bereiche, die sich weiter hinten befinden, nicht sicher aufgezeichnet in der Nacht. Da haben mir einige Aufnahmen gefehlt, die meine andere Kamera, meine Trackmix, die direkt daneben hängt, doch problemlos erkannt hat. Wen das nicht stört, wer eine kürzere Distanz aufzeichnet, der ist mit der Kamera aber gut beraten, denn die Kamera läuft mit WLAN, sie braucht keinen Stromanschluss und sie hat eine sichere Verbindung. Das hat alles wunderbar funktioniert. Den Akku habe ich trotz der Daueraufnahmen, 6 Stunden Nachtaufnahme habe ich ja mal probiert im Zeitraffer, nicht unter die 98% bekommen. Das Solarpanel hat zuverlässig ausgeladen, also das ist auf jeden Fall ein dicker Pluspunkt. Doch nun seid ihr an der Reihe. Gebt mir unter dem Video in den Kommentaren doch einfach mal ein Feedback. Zur Bildqualität, zum Nachtmodus, zum Tagmodus. Wie denkt ihr über die Kamera? Was denkt ihr, wo läuft die Reise hin? Ist diese Akkutechnik wirklich der richtige Weg oder sollte doch der Stromanschluss primär vorhanden bleiben? Ich habe dazu meine eigene Meinung, bin aber gespannt, wie ihr dazu steht. Wenn ihr die Kamera erwerben wollt, an der Stelle noch einmal der Hinweis, Reolink hat Geburtstag, feiert diesen mit euch, mit mir zusammen. Unter dem Video findet ihr den Promo-Link, da könnt ihr die Kamera zu einem Superpreis kaufen. Dort findet ihr auch die anderen Reolink-Produkte, mit denen ich arbeite, mit denen ich sehr zufrieden bin. Klickt da einfach drauf, dann haben wir beide was mit davon. Und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Unter anderem wird es wieder eine neue Kamera geben. Ich habe die Poolumrandung fertig gebaut. Wenn euch das Ganze interessiert, dann klickt abonnieren, gebt mir den Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.